Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Wir hatten ein sehr gutes, aber langes Treffen mit dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses im Oval Office. Es lief sehr gut. Danke, dass Sie alle hier waren. Ich habe die Vizepräsidentin dabei und die Finanzministerin Janet Yellen. Ich möchte aber unseren Plan sprechen. Und heute kamen die Arbeitslosen für Januar heraus. Diese Zahlen, naja, wir sind für jeden dankbar, der Arbeit gefunden hat und einen Gehaltscheck hat. Es ist ja auch klar, dass unsere Wirtschaft immer noch in Schwierigkeiten steckt. Wir haben 6.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Im letzten Monat insgesamt waren es 49.000. Und das zu einer Zeit, wo mehr als 10 Millionen Menschen arbeitslos sind. 4 Millionen davon seit 6 Monaten oder länger. Und 2,5 Millionen Frauen wurden aus der Arbeitswelt verdrängt. 15 Millionen Amerikaner sind mit den Mietzahlungen im Rückstand. 24 Millionen Erwachsene, 12 Millionen Kinder. Stellen Sie das vor, die haben buchstäblich nichts zu essen. Das sind keine Demokraten oder Republikaner, sie sind Amerikaner, sie leiden. Sie leiden nicht wegen irgendetwas, was sie ohne eigenes Verschulden getan haben, sondern ja, sie leiden, weil ein Jahrhundertvirus unsere Wirtschaft dezimiert hat. Und ich richte mich auch heute noch an Sie, um Ihnen von diesem Schaden dieser Wirtschaft etwas mitzuteilen. In der Tat war der Januar der tödlichste Monat der ganzen Pandemie. Er hat fast 100.000 Leben gekostet. Ich weiß, dass einige im Kongress denken, dass wir bereits genug getan haben, um mit der Krise im Land umzugehen. Andere denken, dass die Dinge besser werden und wir können es uns leisten, uns zurückzulehnen und entweder weniger oder gar nichts mehr zu tun. Doch ich sehe das anders. Ich sehe viele Schmerzen in diesem Land. Eine Menge Leute ohne Arbeit, Leute, viele hungern, die heute Abend an die Decke schauen in Verzweiflung. Eine Menge Leute kämpfen um ihre Jobs, machen sich Sorgen. Viele Leute sind an der Belastungsgrenze angelangt. Die Selbstmorde nehmen zu. Der Bedarf an psychischer Gesundheit steigt. Die Gewalt gegen Frauen und Kinder nimmt auch zu. Und ich glaube, dass das amerikanische Volk gerade jetzt auf seine Regierung setzt, Hilfe erwartet, dass wir sie nicht im Stich lassen. Also, ich werde handeln und zwar schnell. Mit der Unterstützung der Republikaner würde ich es gerne tun. Ich habe mich mit ihnen getroffen und einige von ihnen wollen etwas erreichen, aber sie sind einfach nicht bereit. Ich denke, dass wir weiter verhandeln müssen. Ich habe sowohl Republikaner als auch Demokraten gesagt, dass es mir wichtig ist, den Amerikanern zu helfen, so schnell es geht. Wir dürfen uns nicht verzetteln oder einen Kompromiss über einen Gesetzesentwurf hinaus, der der Krise entgegensteht. Das kann nicht sein. Deshalb bin ich dem Repräsentantenhaus auch dankbar für Ihre Kooperation. Hier ist, was im Plan steht. Erstens stecken hier 160 Milliarden Dollar, die werden wir in unsere Covid-Strategie investieren. Wir werden die Einrichtung von Impfstofflokalitäten schaffen. Das ist bitter nötig, um die Menschen schnell zu impfen. Es gibt einfach nichts Wichtigeres, als dass wir die Ressourcen bekommen, die wir brauchen, um die Menschen zu impfen, und zwar so schnell wie möglich. Also Aufgabe Nummer 1 des amerikanischen Rettungsplans sind Impfstoffe. Zweite ist die Zusage von 2,6 Milliarden, die rausgegangen sind. Jeder Amerikaner bekommt von uns einen Scheck, $1,400. Die Menschen brauchen das Geld, das ist Geld, das direkt in den Taschen der Menschen landet. Wir müssen dieses Geld gezielt einsetzen. Also Leute, die $300.000 verdienen, die sind nicht so sehr in der Not. Aber wenn es zwei Menschen sind, Doppelverdiener, jeder der Elternteile, sagen wir, der eine verdient 30.000 Riesen, der andere 40.000 oder 50.000, vielleicht ist es ein bisschen mehr, aber naja, sie brauchen das Geld und sie werden es auch von uns bekommen. Und hier ist, was ich tun werde. Ich werde die Größe der Checks nicht kürzen. Sie werden $1.400 betragen, Punkt, aus.
Das ist, was ich dem amerikanischen Volk versprochen habe. Und wir werden sehr schnell das alles umsetzen werden. Ich denke, unsere republikanischen Freunde werden das auch unterstützen. Es verlängert die Arbeitslosenversicherung, die am 13. März dieses Jahres auslaufen wird, bis Ende September dieses Jahres. Denn wir werden immer noch eine hohe Arbeitslosigkeit haben. Es hilft kleinen Unternehmen, die zu Tausenden ihre Geschäfte gerade aufgeben müssen. Es gibt Miethilfen für die Menschen. Es hat Geld, um uns zu helfen, unsere Schulen sicher zu öffnen. Es gibt auch Geld für Kinderbetreuung. Wir brauchen die nötigen Ressourcen. Und auch die lokalen Regierungen müssen Entlastungen haben. Feuerwehrleute, Krankenschwestern. Wir müssen den Mindestlohn anheben. Er ist zu gering, er ist nicht hoch genug. Dieses Paket ist eine echte Antwort auf die Krise, in der wir gerade stecken. Und nicht nur die unmittelbare Krise, in der wir uns befinden, es ist auch an die Langfristigkeit für die wirtschaftliche Gesundheit unserer Nation zu denken und unsere Wettbewerbsfähigkeit. Mein Plan schafft mehr Arbeitsplätze, schafft mehr Wirtschaftswachstum und tut mehr, um uns wettbewerbsfähig zu machen. Nehmen Sie mein Wort dafür, ich verspreche Ihnen das. Führende Ökonomen der ganzen Nationen haben gesagt, dass wir auf der Welt der anderen Seite des Ozeans stehen und Vorbilder sein müssen. Wir werden bis zu 4 Millionen neue Jobs bekommen. Übrigens, das überparteiliche Brookings-Institut hat sich den Rettungsplan für Amerika angeschaut und sagte, dass das Durchschnittswachstum bis 2021 die Prognosen vor der Pandemie erreichen wird, wenn wir unseren Plan durchsetzen werden. Es gibt bis zum Jahr 2025 ein Ziel, das wir uns setzen müssen, um wieder in die Vollbeschäftigung kommen zu können. Es gibt auch einen wachsenden Chor von TAP-Ökonomen rechts in der Mitte, die mit uns der gleichen Meinung sind. Der langfristige wirtschaftliche Schaden muss so schnell wie möglich aufgeholt werden. Und ja gut, die Wahrheit ist, wenn wir diese Investitionen jetzt tätigen, werden wir mehr Wachstum und höheres Einkommen generieren. Das ist vollkommen klar. Eine stärkere Wirtschaft ist das Ziel. Der Gewinn wird jetzt nicht nur in den Arbeitsplätzen bestehen, sondern auch in unserer globalen Wettbewerbsfähigkeit, weil wir unsere wirtschaftliche Stärke schneller zurückgewinnen können. Also so sehe ich das. Das größte Risiko ist nicht zu groß zu werden. Wenn wir gehen, vorausschauen, dann nur, wenn wir nicht zu klein bleiben. Wir müssen groß denken, in großen Mengen denken, um diesem Volk zu helfen. Es war ein großes Konjunkturpaket, das wir noch extra geschnürt haben für 800 Milliarden Dollar. Einschließlich drei Republikaner haben wir dazu gebracht, für uns zu stimmen. Es wird die Krise eindämmen, aber die Erholung hätte schneller noch größer sein können. Heute brauchen wir einfach eine Antwort zu den Herausforderungen, die der Krise gerecht werden. Und das ist das Problem. Was die Republikaner vorgeschlagen haben, ist entweder nichts zu tun oder nicht genug zu tun. Und machen wir uns nichts vor, dieser Ansatz wird einen Preis haben. Und er wird den Schmerz der Menschen lindern, und zwar so schnell wie möglich. Sekretärin Yellen spricht über den Vernarbungseffekt und über die Versöhnung. Wir sehen diesen Vernarbungseffekt in den Wirtschaftsdaten. Aber was noch wichtiger ist, wir können sehen, im Leben der Menschen, die mit Langzeitarbeitslosigkeit zu kämpfen haben, die Hunger haben, die nicht wissen, wie sie ihre Jobs erhalten können, die sich um ihre Kinder sorgen. Es wird bei ihnen etwas bewirken. Und dann spricht natürlich auch das langfristige Leiden in der Wirtschaft dafür, dass wir das tun.
durchsetzen müssen. Es gibt gar keine Frage. Nochmal, eine unabhängige Analyse von Firmen wie Moody's und Wall Street, das Brookings Institut, die sagen alle, dass wir in die richtige Richtung gehen. Also für mich ist das, worauf es in diesem Moment ankommt. Wir werden ausreichend großes Paket hier schnüren und verabschieden. Wir werden die Menschen impfen. Wir werden sie wieder in Arbeit bringen. Wir werden das Leiden lindern. Wir werden Millionen von Amerikanern sagen, dass sie jetzt wieder in Arbeit sein werden. Und wir werden der öffentlichen Gesundheitskrise die Stirne bieten. Halte durch, sage ich bitte. Die Dinge werden besser werden. Sie werden sich besser darstellen und das Leiden wird sich verringern. Das kann ich mit gutem Gewissen vielen Menschen heute sagen. Eine Nation, die bereits gelitten hat, schon so lange durch diese Pandemie und diese Wirtschaftskrise. Ich sage Ihnen, dass wir das Geld so einsetzen, dass ihr Leid gelindert wird. Nach 8 Billionen Dollar Defizitausgaben in den letzten 4 Jahren ging ein Großteil davon an die reichsten Menschen dieses Landes. Wir haben die Ressourcen, um das zu ändern. Und darum müssen wir uns jetzt auch entscheiden, das zu nutzen. Also, es ist Zeit zu handeln. Wir können das Leiden in diesem Land reduzieren. Wir können Menschen wieder in Arbeit bringen. Dieser Virus, das ist es, was der amerikanische Rettungsplan braucht, um ihn zu lindern, um ihn zu bekämpfen. Wir brauchen diesen Rettungsplan. In naher Zukunft werden sich die Dinge ändern. Möge Gott sie alles segnen. Möge Gott unsere Truppen beschützen. Ich glaube wirklich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.